Enormer Medienandrang im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Grund: die Wahl des Ministerpräsidenten. In seiner zweiten Sitzung nach der Landtagswahl bestimmt der Landtag damit die neue Landesregierung. Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte aller Stimmen erhält. Auch wenn die SPD mit 27 Abgeordneten stärkste Fraktion ist, braucht sie für ihren Kandidaten Erwin Sellering Unterstützung aus anderen Fraktionen. Es stimmten für den Abgeordneten Erwin Sellering 42 Abgeordnete, es stimmten für den Abgeordneten Udo Pasteurs 6 Abgeordnete. Damit konnte der Abgeordnete Erwin Sellering die nach Artikel 42 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erforderliche Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Landtages auf sich vereinigen. Für den SPD-Mann Erwin Sellering stimmten also nicht nur SPD-Abgeordnete. Ich frage Sie, Herr Sellering, nehmen Sie die Wahl an? Nehmen Sie die Wahl an. Vielen Dank. Herr Ministerpräsident. Nach seiner Wahl wird der Ministerpräsident vereidigt. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke und dem Lande widmen. Dass ich meine Kraft dem Volke und dem Lande widmen. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Und die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern. Und die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern. Sowie die Gesetze wahren und verteidigen. Sowie die Gesetze wahren und verteidigen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. Und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Die Minister der Landesregierung werden nicht vom Landtag gewählt, sondern vom Ministerpräsidenten ernannt. Aber auch sie müssen ihren Amtseid im Landtag leisten. Dieser Eid entspricht dem Eid des Ministerpräsidenten und kann mit einem religiösen Bezug geleistet werden. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Aber nicht nur die Wahl des Ministerpräsidenten geschieht im Landtag. Auch seine mögliche Abwahl kann hier erfolgen. Denn nur die gewählten Volksvertreter bestimmen, wer das Land regiert.